Salut Pilot! Willkommen zurück und willkommen zur vorletzten Folge unserer PvE-Reihe Sturmangriff Scorpius. Wir gehen rein in die Materie. Ja, meine Freunde, heute kümmern wir uns um Level 8 und Level 9 und schauen mal, was uns so erwartet. Diesmal haben wir wieder die Möglichkeit, zwischen zwei Waffen zu wählen. Zur Wahl stehen der Nade Launcher 10 auf Rang 4 und die Podgun 10 auf Rang 5. Ich entscheide mich für die Podgun und schaue mal, was sich damit so machen lässt. Die Belohnung beträgt 500 A-Coins. Das ist der erste Reward, wo ich sage, ja, das ist nice, das ist eine gute Belohnung. Ich schätze mal, dass der Schwierigkeitsgrad bei dem Level mit so einer Belohnung auch etwas höher liegen wird. Ich hoffe es zumindest. Aber wir werden sehen. Auf geht's! So, meine Freunde, Level 8 steht an. Wir gucken mal, was uns hier so erwartet. Welle 1 beginnt. Und wo sind sie? Oh, sie sind direkt vor uns. Und wir haben hier offensichtlich ziemlich viel mit Javelins. Okay. Ja, gucken wir mal, was wir mit der Podgun so reißen können jetzt in dem Moment hier. Wenn wir rausgehen, kriegen wir auf jeden Fall die ganzen Javelins um die Ohren. Wir müssen aber raus, offensichtlich, um die Gegner überhaupt zu erwischen. Die verteilen sich hier nämlich gerade auf der ganzen Map. Und, okay, da haben wir wieder hier so ein paar Fusion Cannons, nicht Fusion Cannons, Pulse Cannons, meine ich. Oder waren es Plasma Cannons? Man weiß es nicht. So, jetzt schauen wir mal. Mein Gott, diese Popgun. Plopgun meine ich nicht, Popgun. So, und da ist direkt der nächste. Ja, also die Idee an sich finde ich schon mal nice, auch mit den Javelins, ne? Dass man da sagt, okay, wir wählen uns hier so einen Punkt an der Seite aus, wo man startet und sobald du rausgehst, kriegst du die Javelins um die Ohren. Das ist schon ganz witzig und vor allen Dingen das Problem ist, die Podgun, die reagiert ja nur sehr zeitverzögert. Wir sind immer noch Welle 1 und haben schon fast die Hälfte unseres Lebens verloren. Ich bin ja gespannt wie ein Regenschirm, ob das noch was wird. So, jetzt haben wir die Herrschaften hier schon mal weg. Da hinten ist der MD mit den Javelins. Den erwischen wir aber nicht richtig, weil der sich die ganze Zeit hinter diesen Dingern versteckt. Und mit den Javelins erwischen wir ihn auch nicht richtig. Das heißt, wir müssen wohl auf Konfrontation gehen, oder? Direkt hier den Gegner ansteuern, sage ich mal. Okay, wir probieren es dann gleich mal. Ja, das wird so nix. Da müssen wir ran. Ah, jetzt haben wir mit den Javelins erwischt. Sehr schön. Na, nochmal kurz Rückzug. Da hinten ist nochmal einer. Das sind ja jetzt alles MDs, oder? Das da hinten dürfte auch einer sein. Also ich gehe jetzt einfach mal los und guck mal, was mich erwartet. Wir haben hier übrigens 4 Wellen. Ich brauche schon für die erste fast 2 Minuten tatsächlich. Es liegt zum einen auch so ein bisschen an der Waffe. Ne? Die Podgun ist halt eigentlich für sowas eher suboptimal. Vielleicht hätte ich doch lieber den Nade Launcher nehmen sollen. Aber was soll's. Mit der Podgun werden wir das schon auch hinbekommen. Zack, weg ist er. Ah, hättest du wohl gern gehabt, aber auch ich kann mich hinter dem Geröll verstecken. So, und Javelins. Rot, jawohl. Nach knapp 2 Minuten haben wir die erste Welle abgeschlossen. Jetzt kommen wir zu Welle 2. Gut, dann schauen wir mal, was haben wir hier. Eine Silhouette lässt sich mal wieder schwer festmachen. Das sind, oh, das ist ein C4. Also entweder war es ein C4 oder es war ein Cheater. Ah, es war ein Cheater, okay, das sind Minen. Und da kommt wieder unser obligatorischer Panzer, der Aegis. Den hauen wir hier aber direkt weg. Ja, also mit dem Corner-Shooting, da geht das schon, ne? So, das ist nicht okay, Welle 2 war ja wirklich easy, das haben wir jetzt unter einer Minute geschafft. Mal gucken, was Welle 3 mit sich bringt. Ich finde es halt interessant, normalerweise finde ich ja, also es wäre ja logisch, dass man halt in den einzelnen Wellen, also je höher die Wellen sind, desto schwieriger sollte es ja theoretisch auch werden. Das heißt, Welle 2 sollte ja eigentlich in der Theorie schwerer werden als Welle 1. Ich fand jetzt aber Welle 1 wesentlich anspruchsvoller, also wenn man hier in dem Fall jetzt von anspruchsvoll reden kann. Aber im Vergleich, im Direkten, ist die Welle 2 doch wesentlich einfacher gewesen, auf jeden Fall. So, dann ploppen wir den jetzt hier auch noch weg. Und dann war es das auch eigentlich schon wieder, oder? Kann das sein? Ist der letzte, ne? Ja, ist der letzte. Also wenn er nicht irgendwie nochmal neu spawnen, dann war es das schon wieder. Ja, natürlich, das war es schon wieder mit Welle 3. Wir kommen also schon zur letzten Welle von Level 8. Also das ist doch schon relativ simpel. Das sind dann wohl relativ leicht verdiente 500 A-Coins, so wie es aussieht. So, jetzt ploppen hier die Plopguns. Ploppen hier die Plopguns. Platzen hier die Plopguns, meine ich. Mein Gott, da kriegst du ja schon hier Mundfussel. Oh, Alter. Einfach mit Repeater. Okay. Und da hinten haben wir auch schon den Kommandanten.
Wir sind übrigens ziemlich lowlife, wir müssen echt aufpassen, dass wir hier jetzt nicht ins Gras beißen. Oh, der Kommandant ist ein Surge. Oh, ein Surge mit Stormbreak sogar. Ach du grüne Neune, ja, das könnte sogar theoretisch ziemlich gefährlich werden. Ja, aber er setzt seinen Effekt nicht ein. Das ist ja langweilig. Der müsste jetzt eigentlich hier dashen müssen. Dann wäre ich weg gewesen wahrscheinlich. Okay, wir haben die Runde gewonnen mit 4 Minuten und 16 Sekunden und kassieren unseren Reward. Ja, Level 8 ist im Vergleich zu den vorherigen Leveln leicht anspruchsvoller. Allerdings auch nichts, wo man jetzt zittern und bangen muss. Wenn man Scorpius natürlich auf sehr niedrigem Level hat, dann könnte sich das Bestreiten der Level als schwierig erweisen. Die 500 A-Coins nimmt man aber auf jeden Fall gerne mit. Wir schreiten fort zu Level 9. Als Waffen haben wir die Qual der Wahl zwischen der Amber Gun 12 auf maximalem Level und der Repeater 12 auf Rang 5. Ich entscheide mich für den Repeater. Die Belohnung besteht aus einer Silberkiste und 10 Glücksschlüsseln. Die Glücksschlüssel freuen mich, auf die Kiste könnte ich allerdings verzichten. Legen wir los. Schaut euch das mal an, meine Freunde. Wir befinden uns jetzt hier auf einer der etwas, in Anführungszeichen, etwas neueren CPC-Maps. Ziemlich cool auf jeden Fall, wieder mal eine neue Map zu sehen. Hängende Gärten sind also vorbei. Wir kommen jetzt zu Städte 313. So heißt die Map. So, und jetzt rattern wir mal los mit unserem Repeater und gucken, was wir hier reißen können. Wir haben hier insgesamt 5 Wellen, also wieder eine Welle mehr als im vorherigen Level. Mal gucken, wie anspruchsvoll das Ganze wird. Wie gesagt, der Reward ist jetzt nicht so gut wie das im vorherigen Level. Also ich finde die 500 A-Coins schon besser als die 10 Glücksschlüssel plus die eine Silberkiste. Es kommt mir ein bisschen, guckt euch mal die Minen an, aber die machen echt kaum Schaden auf einem gemaxten Scorpius, ne? Welle 1 haben wir auf jeden Fall schon mal überstanden. Und da kommen wir auch schon zu Welle 2. Ist das ein Brickhouse? Ja, das ist ein Brickhouse. Hammer. Ja, was soll ich sagen? Also, wo war ich gerade genau? Also, wie gesagt, der eine Reward. Oh, Welle 2 auch schon abgeschlossen. Es geht los mit Welle 3. Der eine Reward. Also, es kommt mir halt einfach wahllos vor. So, mittendrin hast du dann einen guten Reward. Dann kommen wieder schlechtere Rewards. Also, ich finde, das Ganze sollte sich halt steigern. Dann hast du halt zwischendrin, hast du dann mal so ein paar Level, die bisschen anspruchsvoller sind, so ein ganz kleines bisschen. Es fällt mir sehr schwer, bei dem Modus überhaupt von Anspruch zu reden. Liegt allerdings halt auch nur daran, dass der Bot halt gemaxt ist. Also wenn du den gemaxt hast, dann hast du hier eigentlich wirklich ein leichtes Spiel. Wenn du den Lowlife, also nicht Lowlife, sondern halt auf niedrigem Level hast, dann gestaltet sich das Ganze wahrscheinlich als etwas schwieriger. Wir sind jetzt hier auch schon wieder bei Welle 4. Und aber ich verstehe halt einfach nicht, warum die Belohnungen nicht einfach straight nach oben gehen und warum du halt zwischendrin in einzelne Wellen hast oder Level hast, die mal etwas anspruchsvoller sind und danach kommt wieder so Pipifax. Also es wirkt ein bisschen undurchdacht, muss ich sagen. Ein ganz kleines bisschen. Ich finde, das hätte man dann halt wirklich kontinuierlich steigern können, dass man halt auch wirklich sagt, okay, am Ende für den Skin und so, da musst du schon ein bisschen rödeln. Nur dass man auch so sagt, okay, also so zumindest im letzten Level so 2-3 Mal losen, bevor man es schafft, ist schon drin, weil, keine Ahnung, entweder so viele Gegner sind, dass es halt wirklich schwierig wird oder dass die Gegner halt dementsprechend stärker sind und auch stärker bewaffnet sind. Wir kommen zu Welle 5, schon wieder die finale Welle. Wir haben hier einen, ich glaube, das war wieder ein Brickhouse, was ich da gesehen habe. Ah ne, das war ein Aegis. Und ein Brickhouse, ein Aegis und ein Brickhouse, der hat die Creo Javelin. Hat mir hier direkt auch schon mal das halbe Leben abgezogen. Auch nicht schlecht. So, aber das mit der Repeater ist halt schon geil. Weil der Repeater einfach so einen wahnsinnigen Streukreis hat, kannst du nicht daneben schießen. Es geht einfach nicht. Also müsstest du dich schon um 360 Grad drehen. Wir haben Welle 5 abgeschlossen und Level 9 somit in 2 Minuten und 48 Sekunden für uns entscheiden können. Ja, meine Freunde, alles in allem war das Level 8 und 9 jetzt nicht so viel schwerer als seine Vorgänger. Allerdings waren die Rewards der beiden Level bedeutend besser. In der nächsten Folge erwarten uns die letzten 3 Level, 10, 11 und 12. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den beiden Leveln haltet, was ihr im Allgemeinen von dem PvE-Modus haltet. Und wenn ihr die ersten Folgen verpasst habt, dann holt das bitte nach. Insbesondere Folge 1 und 2 sind da besonders wichtig. Wir sehen uns zur letzten Folge des PvE-Modus Sturmangriff Scorpius. Und bis dahin, macht's gut und macht sie fertig.